Versteckte Hinweise unverhohlener Feindseligkeit. So sieht das aus. Wusstest du, dass alle Menschen lügen? Keine schöne Vorstellung, zugegeben. Aber ja, wir tun es. Allerdings gibt es einen Bereich innerhalb unserer Kommunikation, der sozusagen der reinen Wahrheit verpflichtet ist. Dabei handelt es sich um unsere Körpersprache. Unser Mund kann lügen, was das Zeug hält. Unser Körper wird stets die Wahrheit sprechen. So kommt es, dass uns Menschen nicht wirklich überzeugend täuschen können. Sogar diejenigen, die uns heimlich hassen und die Pest an den Hals wünschen, kommen wir mit ein wenig Fingerspitzengefühl schnell auf die Schliche. Woran du verdeckte Hassgefühle und heimliche Abneigung dir gegenüber erkennen kannst, das verraten wir dir in unserem heutigen Video. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1. Du fühlst dich unwohl in ihrer Gegenwart. Dieses Gefühl ist dir sicher bestens bekannt. Manche Menschen kommen mit einem Gruselfaktor des Weges, der sich gewaschen hat. Wir fühlen uns regelrecht elend, haben Schweißausbrüche, bekommen Gänsehaut oder andere Symptome, die nicht gerade berauschend sind. Es ist ein Unterschied, ob dich jemand auf gute oder schlechte Weise nervös macht. Und du wirst ihn sofort erkennen können, wenn du deinem Bauchgefühl vertraust. Nummer 2. Ihre Körpersprache mauert. Menschen sind für all jene unter uns ein offenes Buch, die sich ein wenig mit dem Thema Körpersprache befassen. Eine offene Haltung zeugt von einem offenen Geist, während eine geschlossene Körperhaltung nichts Gutes verspricht. Schlingt jemand die Arme um seinen Oberkörper oder klammert sich an Handtasche oder an Unterlagen wie ein Ertrinkender an einen Strohhalm, ist es nicht gut bestellt um dessen Sympathie für dich. Nummer 3. Man lässt dich nicht ausreden. Hass ist ein sehr starkes Gefühl, vermutlich das stärkste überhaupt. Im Gespräch mit einer Person, der wir nur Abscheu und Groll entgegenbringen, können wir uns daher kaum beherrschen. Allein schon ihr zuhören zu müssen, foltert unsere Ohren und spannt unseren Geduldsfaden bis zum Äußersten. Die Folge davon ist, dass man Menschen konsequent ins Wort fällt, die man nicht leiden kann. Dieses Zeichen ist deutlich und sollte keinesfalls ignoriert werden. Nummer 4. In ihren Plänen kommst du nicht vor. Man muss kein Psychologe und keine Hellseherin sein, um sich persönlich angegriffen zu fühlen, wenn man laufend übergangen wird. Wenn im Job Meetings oder andere Termine ohne dich stattfinden, dann kann das einmal ein Versehen sein. Ein zweites oder drittes Mal jedoch darfst du voller Absicht dahinter vermuten. Und privat gilt diese Annahme erst recht. Hat jemand nichts übrig für dich, kommst du in seinen Plänen schlichtweg nicht vor. Nummer 5. Man vermeidet es, dir nahe zu kommen. Stell dir vor, du sitzt an einem langen Konferenz- oder Esstisch. Alle Stühle außer deinem sind frei. Jemand kommt und nimmt am anderen Ende Platz. Bingo! Dieses Verhalten spricht für sich. Man hält es in deiner Nähe nicht aus. Dasselbe Muster kannst du bei Begrüßungs- und Verabschiedungsszenen beobachten. Vermeidet es jemand tunlichst, dir die Hand zu geben, ist auch das ein deutliches Indiz für tiefe Abneigung. Nummer 6. Ihre Antworten an dich fallen kurz und knapp aus. Musst du mit Menschen kommunizieren, die dich auf den Tod nicht leiden können, wirst du das recht deutlich vermittelt bekommen. Im Gespräch von Angesicht zu Angesicht wirst du maximal mit einem knappen Ja oder Nein abgespeist. Auf digitalem Weg gönnt man dir keine ganzen Sätze. Manchmal erntest du vielleicht gar nur ein einsames Emoji als Antwort. Nummer 7. Ihr Blick lässt dir das Blut in den Adern gefrieren. Menschen, die uns abgrundtief hassen, würden uns am liebsten komplett aus ihrem Blickfeld streichen. Doch sie wissen, dass das verdächtig wäre. Also versuchen sie zwanghaft, den Blick in unsere Richtung zu lenken. Leider fühlt man dieses Bemühen deutlich. Denn freundliche Blicke sind es nicht, die uns hier treffen.
Nummer 8. Auf ein ehrliches Lächeln wartest du vergeblich. Vorsicht vor Menschen, die immer lächeln. Das ist nicht echt und das spürst du auch. Hasst dich jemand noch dazu, wirst du eher mit einem Zähnefletschen oder einem aufgesetzten Grinsen bedacht werden. Unverhohlen seine Abscheu zu zeigen, liegt den meisten Menschen nicht. Wir suchen daher Mittel und Wege, um unsere wahren Gefühle zu kaschieren. Ein falsches Lächeln ist dabei sehr beliebt. Nur leider verfehlt es seine Wirkung, wenn jemand intuitiv und wachsam genug ist, um die Komödie zu durchschauen. Nummer 9. Deine Mimik und Gestik bleiben unbeantwortet. Das Geniale an unserer Körpersprache ist nicht nur ihre Liebe zur Wahrheit. Sie fordert auch unbewusst unser Gegenüber auf, seine wahren Gefühle für uns zu offenbaren. Üblicherweise nämlich spiegeln wir die Haltung und die Gestik eines Menschen, den wir sympathisch finden. Verschränkt sie oder er die Arme vor der Brust, machen wir es genauso. Kreuzt man die Beine, tun wir das auch. Verzichtet jemand hingegen konsequent darauf, dich zu spiegeln, bist du nicht sehr beliebt. Nummer 10. Man bleibt auf Abstand. Es gibt viele Möglichkeiten, Menschen aus dem Weg zu gehen, die wir nicht leiden können. Eine davon ist sicher das großräumige Ausweichen bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Du würdest dich wahrscheinlich wundern, was Leute auf sich nehmen, nur um nicht ihre Hassobjekte treffen zu müssen. Unser heutiges Fazit: Vertraue deinem Bauchgefühl, bevor du Menschen dein Vertrauen schenkst. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir nicht alle unsere Zeitgenossen gut leiden können und sie uns umgekehrt natürlich auch nicht. Manchmal kann es sogar regelrechter Hass sein, der sich entwickelt. Die Gründe dafür sind nicht immer nachvollziehbar und sie müssen uns auch nicht wirklich interessieren. Fakt ist, dass wir einen gesunden Weg finden müssen, um damit umzugehen. Wenn du dich in der Gegenwart einer bestimmten Person unwohl fühlst und diese dich demonstrativ mit Missachtung und Kälte straft, kennst du die Antwort. Menschen sind einfach gestrickt, was Zuneigung und Abneigung betrifft. Vor allem unser Körper schafft es schlichtweg nicht, sich überzeugend zu verstellen und aus abgrundtiefer Abneigung eine freundliche Gesinnung zu basteln. Das Wichtigste im Umgang mit Menschen, das wir dir ans Herz legen möchten, ist: Vertraue deinem Gefühl. Es weiß sehr viel schneller und besser Bescheid über andere, als es dein Verstand und deine Wahrnehmung jemals könnten. Fühlst du dich schlecht in der Gegenwart einer Person, wird sie ziemlich sicher schlecht für dich sein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.